Hallo, heute etwas komplett anderes. Ich werde heute reagieren auf ein Video. Das Video heißt, ich habe mein iPod repariert. Es wird langweilig. Hola y bienvenidos a mi nuevo video. Okay, gleich am Anfang. Warum ist die Begrüßung in Spanisch? Was ergibt das für einen Sinn? Ich werde das heute ausnahmsweise in Deutsch machen und nicht in meiner Muttersprache Spanisch. Unter anderem, weil wahrscheinlich die meisten Zuschauer auch besser Deutsch verstehen als Spanisch. Ernsthaft? Deine Muttersprache? Wer soll das denn glauben? Der muss ja wohl spinnen, dieser Mensch. Und besser Deutsch stehen als Englisch. Vorweg, ihr könnt euch auf dieses Video freuen, denn ich werde eine gute Tonqualität haben, denn schließlich hat es schon vor vielen Jahren für ein 1 € Ansteckmikrofon gereicht. Das habe ich aber schon etwas länger. Wie findet ihr meine Tonqualität eigentlich? Also ich finde die grauenhaft von dem anderen da, den ich mir da ansehe. Aber findet ihr meine Tonqualität hier gut? Einigermaßen? Schreibt's in die Kommentare. Ich werde heute ein technisches Thema behandeln, nämlich ein Elektrogerät, das ich gefunden habe vor etwa 2 Jahren auf einem Schrottplatz in Torstedt. Und wie Elektrogeräte, die man auf Schrottplätzen findet, häufig die Eigenschaft haben, war auch dieses kaputt. Also wie die häufig die Eigenschaft haben, war auch dieses kaputt. Wer redet denn so? So redet doch kein normaler Mensch. Aber ich schaue es mir weiter an. Interessant, das Video. Da muss ja noch irgendetwas kommen, nicht wahr? Es ging nicht an. Ich habe es also auseinandergenommen, wie sich das so gehört für einen richtigen Techniker, und mein Verdacht hat sich bestätigt, der Akku da drin war komplett leer. Es gibt nämlich das Problem, dass Elektrogeräte normaler... Der hat gesagt. Wie kann man nur in einem Video sagen? Sag ich Ich sag niemals in einem Video. Obvious fake. Wenn sie nicht einen physischen An-Ausschalter haben, der das komplett trennt, sich von selbst entladen. Bei diesem Gerät ist das auch der Fall. Bei diesem iPod ist es nämlich so, dass man, dass im Grunde der Chip die ganze Zeit mit Strom versorgt wird da drin. Also auch wenn man das Gerät eigentlich auf ausgestellt hat. Und dadurch verbraucht halt immer das ein bisschen Strom und der Akku ist dann irgendwann leer. Und nun haben Lithium-Ionen-Akkus eine besondere Eigenschaft, nämlich... Erstens, es kann ziemlich heftig werden, wenn sie überladen werden, und zweitens, wenn sie erstmal leer sind, beziehungsweise ein gewisses Level unterschritten haben, ihrer Ladung, dann ist das Risiko hoch, dass sie dabei kaputt gehen und dann nach dem Aufladen wieder, ja, noch heftiger platzen. Also erstmal ein kleiner Profi-Tipp, den ich euch jetzt wirklich geben kann. Wenn ihr irgendwas aufzählt, wenn ihr sagt erstens, zweitens, dann solltet ihr immer das mit einer Geste verbinden. Also immer sagen erstens, zweitens und so weiter. Weil sonst ist diese Aufzählung ein bisschen sinnlos, weil dann kann man auch einfach gleich das sagen. Es soll ja eine gewisse Dramatik erzeugen, wenn man Sachen aufzählt. Deswegen haben ja auch viele zum Beispiel als Videotitel nicht, ich erzähle euch ein paar Sachen über Deutschland, sondern... Hier habt ihr 5 Dinge, die ich in Deutschland gemerkt habe oder so in der Art. Also das ist etwas dramatischer wirkender. Ich habe jetzt einen Sprachfehler eingebaut, um zu demonstrieren, wie diese Leute, die ich hier jetzt hier kritisieren möchte, reden normalerweise. Ganz kreativ habe ich das gemacht. Also wenn man aufzählt, möglichst so machen. Nicht so machen, das kommt nicht gut rüber. Rauch aufgeben. Und deswegen haben diese Lithium-Ionen-Akkus sehr häufig, mal sehen, habe ich hier einen zur Hand, ja, da ist ein gutes Beispiel, sehr gut vorbereitet mal wieder.
Das ist nicht nur grauenhaft vorbereitet, ich habe keine Lust, mir deinen Kopf von der Seite anzusehen für über 5 Sekunden. Ein bisschen Feingefühl bitte für Kamerastellung haben, wie ich jetzt hier. Ich halte mein Telefon jetzt mit der Hand und drück mit der Nase auf den Pauseknopf. Dafür muss man meinen Kopf nicht von der Seite sehen. Hier haben wir einen Lithium-Ionen-Akku, den ich gekauft habe vor einiger Zeit. Und bei diesen Akkus sieht man immer oben eine kleine Platine dran. Das heißt, die Kabel, die gehen nicht direkt in den Akku rein, sondern man findet immer eine kleine Platine. Und auf dieser Platine, das ist übrigens hier eine Platine von einem Bluetooth-Lautsprecher. Und diese Platine habe ich zweckentfremdet und daraus eigentlich einen eigenen Dude, who the hell cares? Wen interessiert das, wo diese blöde Platine herkommt? Wir wollen was über dem scheiß iPod hören und nicht über deine Bluetooth-Lautsprecher-Platine. Meine Güte, wenn man schon Videos macht, dann bitte über richtige Themen und nicht über 100 Sachen, die einem gerade einfallen. Für sowas guckt man kein Video. Verstärker oder so gemacht mit diesem Akku. Ja, und um zu verhindern, dass die Akkus überladen werden, ist da dieser Schutzchip drin, der eben die Stromzufuhr kappt, sobald der Akku aufgeladen ist. Und zweitens, sobald der Akku entladen ist, verhindert dieser Chip, dass im Nachhinein der wieder aufgeladen wird. Das ist ökologisch eine ziemliche Sauerei, weil in wahrscheinlich 90% oder 99% der Fälle kann man komplett entladen. Warum diese Zahlen? Wenn man sagt 90% oder 99%, dann klingt das so, als sei das irgendwie evidenzbasiert ermittelt. Das klingt aber hier nicht so, muss ich ehrlich sagen. Wofür diese Prozentzahlen? Sag doch einfach in den wahrscheinlich allermeisten Fällen. Ehrlich bleiben. Immer ehrlich bleiben, Leute. Die Akkus wieder aufladen und sie ganz normal benutzen. Aber so sichern sich halt die Hersteller da ihren Hintern ab. Auf Deutsch, wörtlich übersetzt. Oh, they protect their ass. Der Kerl hat einfach diese Redewendung 1:1 ins Deutsche übersetzt, was eigentlich nichts bringt, weil die meisten, die kein Englisch können, für die dieses Video gedacht ist, deswegen auch auf Deutsch, wie er anfangs angegeben hat, die können mit dieser Redewendung sowieso nichts anfangen und wissen, ja, man kann es vielleicht raten. Aber warum benutzt man Redewendungen, die das Publikum wahrscheinlich nicht kennt? Ergibt keinen Sinn. Ja, das heißt, ein experimentierfreudiger Mensch wie ich hat vielleicht Interesse daran, einen selbst komplett entladenen Akku wieder aufzuladen. Zumal es ja bei dem Gerät, das ich gefunden habe, es sich um einen sehr kleinen Akku handelt. Das heißt, nichts besonders Gefährliches. Und das Gerät, was ich gefunden habe, kann sein, dass ich das schon gesagt habe, aber egal, ich habe es vergessen. Es handelt sich um ein iPod. Du hast es noch nicht gesagt. Vielleicht in den 100 Takes davor. Hier hast du es nicht gesagt. Der vierten Generation. War das jetzt ein iPod Shuffle oder ein iPod Nano? Du machst ein Video über ein Gerät, das du repariert hast und du weißt nicht mal, was für ein Gerät das ist. What the fuck? Vorbereitung ist alles. Erst recht, wenn man ein erfolgreicher YouTuber wie ich werden will. Soweit wird der Kerl das niemals schaffen. Ich schau mal nach. Ich habe hier das Gerät liegen. Also genauer gesagt, das Gehäuse darf... Wo hast du es liegen? Du zeigst deine leere Tischplatte, du Depp. Nächster Punkt. Wenn du filmst, guck, was du filmst. Und es sieht so aus, als hat der Typ hier seine Frontkamera benutzt. Aber trotzdem, dann soll man sich trotzdem irgendwie markieren. Einen Punkt vielleicht auf der Rückseite machen, das ist vielleicht ein guter Tipp. Aber wenigstens sicherstellen, dass auch die Kamera das auffängt, was man zeigen möchte. Und nicht irgendwie die Tischplatte oder die Seite vom Kopf oder was weiß ich was. Und hier ist das Innenleben davon in Verbindung mit einem etwas größeren Akku, den ich da rangemacht habe zu Testzwecken. Ja, da ist der Akku. Da sehe ich den Akku an der Seite. Ja, und als ich diesen viel zu großen Akku rangemacht habe, ging das Gerät tatsächlich an und es kam. Rangemacht habe. Du bist hier Produzent eines Technikkanals. Du solltest die Fachbegriffe kennen. Du solltest das nennen rangelötet und nicht rangemacht. Rangemacht kann auch heißen, einen Batzen Klebstoff raufmachen, dann den Akku raufdrücken. Das ist auch rangemacht. Grauenhafte Musik raus. Ja, und hier sieht man nochmal die Seite. Was hat er gesagt? Akku, den ich da rangemacht habe zu Testzwecken, um zu gucken, ob der Akku wirklich der Auslöser war. Ja.
Ja, und als ich diesen viel zu großen Akku rangemacht habe, ging das Gerät tatsächlich an und es kam grauenhafte Musik raus. Ja, und... Was für grauenhafte Musik? Wäre hilfreich, wenn du uns das mal sagst. Was soll man mit grauenhafter Musik anfangen? Das kann ja alles sein. Was weiß ich, was deine Lieblingsmusik ist und was für dich grauenhafte Musik ist? Man will doch wissen, ob man beleidigt wird von dem Typen oder nicht. Nachher findet er die Musik, die ich gut finde, grauenhaft. Und ich gebe dem Video noch einen Daumen hoch. Unvorstellbar. Hier sieht man nochmal die Seite auf Apple Support. Nee, hier sehen wir den weißen Hintergrund. Der iPod Shuffle der vierten Generation mit ganzen 2 GB Speicher. Aber das ist kein großes Problem, weil erstens ich das eigentlich gar nicht brauche und zweitens, wenn ich irgendeine Musik hören würde, wäre das sowieso nicht allzu viel. Deswegen reichten 2 GB für mich völlig aus. Ja, also ich habe schon mal verifiziert, dass mit einem anderen Akku das Gerät funktioniert. Und jetzt wäre es natürlich sehr praktisch. Ich habe schon mal verifiziert. Du sprichst hier von ranmachen und redest dann von verifiziert. Entscheide dich für einen Stil. Wenn ich den Akku, der da drin war, wieder aufladen könnte, reparieren könnte sozusagen. Ja. Ich würde das Gerät nämlich gerne wieder zusammenbauen und nicht, dieser Akku ist zwar auch relativ klein, aber es passt nicht in das Gehäuse rein. Toller Reim. Ja, und ich habe dafür... Du lieferst gerade mal... Jetzt fange ich auch an. 5%, vielleicht auch 1% Content hier. Laberst drumrum, benutzt falsche Begriffe, benutzt... übertrieben richtige Begriffe und jetzt baust du ja auch noch Reime ein. Was soll denn das für ein Video sein? Jetzt habe ich mal einen Reim gemacht. Eine kleine Sicherheitsumgehung geschaffen, nämlich ist hier der Akku drin, der kleine. Der wird gerade aufgeladen. Ich habe das zur Sicherheit in eine Dose reingetan, um zu verhindern, dass im Falle einer kleinen Platzung hier allzu viel Rauch und anderer Dreck. Eine Platzung. Das ist ein Begriff, der soll gut klingen, der heißt aber eigentlich nichts. Dann sag doch, wenn das platzt. Wahrscheinlich meint er eine Detonation. Detonation. Puff durch Überdruck. Mein Zimmer verstreut wird. Und dieser Akku wird jetzt gerade aufgeladen über diesen Chip hier. Das sind Module, die kriegt man so... bestellt bei eBay für... Das ist kein Chip, das ist eine Platine mit einem Chip drauf. Könnte etwas kleinlich von mir sein, aber warum auf den Chip sich fokussieren? Die Platine ist hier das Wichtige. Unter 1 Euro und die, ja, die haben einen USB-Eingang und es kommen 2 Kontakte raus, B+, B-. Ja, und über Umwege habe ich da den Akku dran angeschlossen. Aktuell geladen mit einer Powerbank und das ist meine Powerbank. Kein Eigentum von Jan, Eigentum von Len. Ich muss da nichts zu sagen, wir wissen alle, was für ein Mensch das ist, der so etwas auf seine Powerbank raufschreiben muss. Ja, um das erstmal aufzuladen, muss ich diesen Chip umgehen, der Sicherheitschip da drin. Das habe ich gemacht, indem ich dieses Klebeband weggemacht habe und mit diesen Krokodilzangen oder wie man das nennen möchte. Oder oh, das sind Krokodilklemmen. Eine Zange ist ein Werkzeug. Meine Güte. Mal ein bisschen umpositionieren, so. Sollte. Habe ich dann direkt den Akku aufgeladen und den Chip umgangen. Also ich habe die Zangen direkt an die beiden Kontakte rangemacht, die aus dem Akku rauskommen, aus der Zelle rauskommen. Da sollte man sehr vorsichtig sein, weil... Aus der Zelle gehörst du aber nicht rausgekommen. Im Gegensatz zu dem Strom hier. Natürlich dann der Schutz wegfällt, das heißt, wenn der Akku tatsächlich voll ist und man das macht, dann kann das ziemlich knallen. Deswegen habe ich das nur für etwa 1-2 Minuten gemacht und danach habe ich die Klemmen, wie es sich gehört, an die offiziellen Anschlüsse von dem Akku rangemacht. Also offiziellen Anschlüsse? Was meinst du hier mit offiziell? Das ist ein Elektrogerät und kein Amt.
offiziell. Die offiziellen Anschlüsse. Was ist das für ein Begriff? Ich würde eher sagen interne Anschlüsse, externe Anschlüsse, aber doch nicht offiziell. Hier ist doch nichts dran offiziell. Außer das ganze Video, vermutlich. Hoffentlich nicht. Jetzt der Fall ist. Und tatsächlich, der Akku wird aufgeladen. Also vorher, als ich die Krokodilklemmen nur an dieses Kabel gemacht habe, hat der Akku nicht aufgeladen, weil eben der Sicherheitschip auf der kleinen Platine das verhindert hat. Naja, jetzt wird er aufgeladen und ganze 11 Milliampere Stunden an Ladung sind da schon drin. Das ist nicht allzu viel. Ich weiß, das sollte man umrechnen in Watt bei 5,14 Volt. Naja, das sind dann wohl etwa 5 Milliwattstunden, 50 Milliwattstunden etwa. Naja, Gerade nicht noch sehr die interessant. Kurbel Jedenfalls, der Akku gekratzt. wird jetzt aufgeladen und ich hoffe, dass das Ganze am Ende auch so weit funktioniert, dass ich das Gerät dann wieder zusammenbauen kann und ein etwas minimalistisches Mittel habe, Musik zu hören. Ich besitze keinen Plattenspieler Nee, echt. Hätte und ich die gedacht. Kassettenabspielgeräte, die ich noch besitze, haben keine besonders gute Tonqualität. Das glaube ich. Keine gute Tonqualität, so kann man das auch sagen. Ja, das war mein kurzes, schlechtes Video, in dem ich eigentlich in die Kamera geredet habe, statt einfach nur das zu zeigen, worüber ich rede. Manchmal ist auch. Er hat selbst erkannt. Er hat selbst erkannt, was für ein Scheiß der hier produziert. Und trotzdem macht er das Video. Warum? Warum veröffentlichst du das Video, wenn du selbst weißt, dass das Mist ist? Das mal eine ganz nette Abwechslung, nicht wahr? Nee. So, jetzt warte ich noch, bis die 8 Minuten erreicht sind, denn Videos Nee. von mir müssen gerade Dauern haben. Und da sind wir schon fast. Nee, ich warte nicht mehr. Das Video ist ganz kurz gefasst grauenhaft, wenn, also ich richte es jetzt direkt an dich. Wenn du Ersteller dieses Videos tatsächlich die Absicht hast, ein großer YouTuber zu werden, wenn du die Absicht hast, Leute zu beeindrucken mit deinen Videos oder denen irgendwie Mehrwert zu verschaffen, dann solltest du dich schon ein bisschen auf die Qualität und auf dein Konzept konzentrieren und nicht einfach so darauf losfilmen und während des Videos noch erklären, warum dein Video eigentlich total blöd ist. Wer guckt sich so etwas freiwillig an? Außer jetzt Leute wie ich, weil sie keinen anderen Content mehr finden können, der irgendwie einigermaßen reactionfähig ist. Also, ich finde das Video grauenhaft, wenn auch inhaltlich ein bisschen rübergekommen ist, aber was findet ihr? Danke fürs Anschauen und ciao.